Guten Abend, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz des Spiels RC Sonthofen gegen den TSV Miesbach in der Verzahnungsrunde. Ich begrüße ganz besonders rechts von mir den Trainer der Gastmannschaft des TSV Miesbach, Peter Kattern. Herzlich willkommen bei uns in Sonthofen und natürlich unseren Trainer Martin Eckert. Herzlich willkommen. Für die Kameraden, die es noch nicht wissen, die Ergebnisse der Verzahnungsrunde bis jetzt: Höchstadt gegen Landsberg 5:3, Klosterseewald-Kreiburg 4:2, Erding gegen Passau 3:5 und der ERC Sonthofen gewinnt gegen Miesbach mit 3:1. Eins ist klar, Miesbach war bis jetzt der stärkste Gegner, der hier aufgelaufen ist in der Verzahnungsrunde, und ich bitte den Gasttrainer eine Stellungnahme zum heutigen Spiel aus Sicht seiner Mannschaft. Herr Kattern, Sie haben das Wort. Grüß Gott und Gratulation an Martin für die 3 Punkte. Ja, wir sind hierher gefahren und haben gewusst, dass uns mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in dieser Runde erwartet. Zu Hause sehr stark, technisch sehr gut, auch läuferisch einfach ein bisschen schneller wie wir. Das merkt man einfach in der Oberliga. Die haben ja am Schluss noch gekämpft, dass eigentlich vielleicht nach oben noch geht. Aber ich glaube, wir haben ganz gut mitgehalten. Im ersten Drittel war Überlegenheit von Sonthofen dann schon ein bisschen deutlich. Im zweiten Drittel, denke ich, waren wir vielleicht sogar ein Stück besser und haben auch gute Chancen gehabt. Haben leider auch das wichtige Tor nicht gemacht, dass wir noch ein bisschen ärgern könnten. Und am Schluss kriegen wir leider bei eigenem Überzahl, weil da einfach auch die ausländischen Spieler einfach da doch ein Ticken stärker sind, macht eine gute Einzelaktion und schießt zum 3-0 ein. Und dann war es natürlich für uns schwer, dass wir nochmal zurückkommen. Ich bin froh, dass wir auch nochmal das 3-1 gemacht haben, weil das einfach auch die Moral von der Mannschaft zeigt hat. Die haben wirklich nicht aufgegeben, und es ist einfach so, dass dann die Mannschaften von der Oberliga einfach ein bisschen schneller sind und ein bisschen technisch versierter sind, und das haben wir halt gemerkt. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir mithalten können und vielleicht einmal ein Spiel gewinnen können zu Hause, aber ich bin wirklich mit dem Spiel zufrieden. Aber wir haben leider keine Punkte, das ist natürlich schade. Danke. Ja, ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ja, Martin, erwartet schweres Spiel gegen Miesbach, 3-1 gewonnen, ganz, ganz wichtige Punkte. Aber dein Trainerkollege hat es ja schon gesagt, also ich glaube, das war eine harte Nuss heute, oder? Ja, guten Abend. Ja, du hast es gesagt, es war sicherlich schwerster Gegner bis jetzt, sicherlich ganz gute Gegner. Peter hat das auch gesagt, erstes Drittel waren wir tick besser, wobei können wir 3-0 schießen, 4-0 schießen, dann ist das ein bisschen deutlich, haben wir mehr Ruhe. Zweites Drittel war sicherlich Miesbach ein bisschen besser, weil wir haben uns schwer getan in der Defensivzone. Wobei zum Schluss konnten wir vielleicht 3-0, 4-0 machen dann am Ende vom zweiten Drittel. Und drittes Drittel war geprägt von Überzahlsituationen oder Unterzahlsituationen. Was ich sagen muss, 5-3, was letzte Woche wirklich miserabel war. Gegen Erding haben wir heute ganz gut gemacht, waren 7 Schüsse, 8 Schüsse da, nun haben wir das Tor nicht getroffen, oder nicht getroffen, der Goalie hat es gehalten. Wir haben es heute in der Früh noch trainiert, so die Jungs, wäre vielleicht 4-0 zu dem Zeitpunkt und wäre mehr Ruhe, aber die Strafen müssen auch nicht sein von uns, das waren alles in der Offensivhälfte, und da kann man das Spiel bis Ende 5 gegen 5 spielen. Ja, danke Martin. Ja, ganz kurze Frage. Ihr seid jetzt das erste Mal hier, natürlich klar, Verzahnungsrunde und sowas. Was habt ihr für Ziele, und ist das Ziel bei Miesbach Aufstieg in die Oberliga? Also ist jetzt nicht ausgegeben, und wir wollen auch nicht unbedingt in die Oberliga, wir wollen aber jetzt in der Runde oben mitspielen und wir wollen uns auch für die Playoffs so gut wie möglich platzieren. Aber man sieht einfach, dass die Oberliga für uns, wenn wir uns nicht arg verstärken, wahrscheinlich einfach zu stark ist die Liga, das muss man einfach auch sehen. Und wir wollen schauen, dass wir mit so vielen Miesbachern wie möglich auch mit Verstärkungen aus dem Landkreis spielen. Und das ist unser Ziel, dass wir aber auch oben mitspielen, das wollen wir. Aber wenn es der Aufstieg nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wir wollen uns gegen die beste Mannschaft messen, und wir sind froh, dass wir in der Verzahnungsrunde oben mitspielen können. Aber wir müssen jetzt auch wieder punkten, dass wir da oben dranbleiben. Ja, ich meine, ihr habt heute eine gute Leistung gezeigt, wie gesagt, also da brauchen wir nicht drüber reden, und ich wünsche euch natürlich alles Gute, und ich glaube, wir sehen uns nochmal wieder. Nicht nur bei euch in Miesbach, sondern ich glaube auch dann, wenn es um die Wurst geht. Martin,
Der nächste schwere Gegner am kommenden Sonntag. Es geht nach Passau. Passau hat wieder gewonnen. 5:3 in Erding. Kurzer Ausblick auf das Spiel. Ja, es wird wieder kein leichtes Spiel, weil Passau soll auch genauso stark sein wie Miesbach, wobei in der Tabelle nach der Abschlussrunde in dem Grunddurchgang waren die nicht unbedingt vorne mit dabei. Aber was ich mitbekommen habe, ist ein sehr starker Gegner, der viel auf Kontra spielt, und da müssen wir aufpassen. Und ja. Das, wenn wir schon hinfahren, dann wollen wir schon 3 Punkte haben. Aber da müssen wir 100%ig spielen, sagen wir so wie heute. Vielleicht ein bisschen was drauflegen noch. Ja, vielen Dank. Gibt es von der Presse irgendwelche Fragen? Stelle fest, nein. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise nach Miesbach. Und eins kann ich sagen, wir spielen wie gesagt am Sonntag in Passau. Am kommenden Freitag geht es nach Waldkraiburg, ein alter Gegner aus der Oberliga. Und das nächste Heimspiel ist am Sonntag, den 26.01. gegen Höchstadt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schauen wir mal, ob Schnee kommt. Wir werden es sehen. Und dann sehen wir uns wieder hier in Sonthofen am Sonntag, den 26.01. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Bis